nach dieser sehr, sehr großen Bemerkung möchten wir den Tamala doch auffordern, mit uns zu tauschen. Nämlich fragt er uns schön mit den Worten Inja Anuak Ku Ilka und wir antworten ihn darauf Ku Suku Il und er wird uns sagen Simis Petak Jan Ol Il und wir sagen Ta. Ja, das war nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich glaube, wir kommen da gleich noch hin. Ah, du hast offensichtlich einige Worte der tamalischen Sprache gelernt. Es ist immer wieder von Vorteil, mit den Tamalas ein Schwätzchen zu halten. Sie können dir viel wertvolle Hinweise geben. Gleich mal so 10.000 Punkte abgestaubt und wir grüßen dich, du Tamala. Mit Ku is Uku. Der Tamala zeigt einen Gegenstand und fragt mit freundlicher Stimme. Möchtest du handeln? Ta! Der Tamala zeigt dir diesen Gegenstand, eine Axt, und wir kaufen ihn. Du hast gerade gelernt, wie man mit den Eingeborenen handelt. Das ist schon ein besonderes Wert. Gratulation, dies war ein guter Kampf. Mit der Axt kannst du jetzt Holz schlagen und Teile des Waldes für dich begehbar machen. Ah, das ist gut. Und eigentlich bin ich aber auf was anderes aus. Du da. Ku ist Ukuil, mein Freund. Ta. Ich werde irgendwann, glaube ich, nochmal, wenn ich die zweite Aufnahme mache, ich denke mal, heute komme ich nicht so weit hier, ein kleines, Battlebuch anlegen oder so ein Zettel mir hinlegen, damit wir das ausschreiben können und da mal so eine Art, ja, Übersetzer. Ta. Ja, okay, klar. Sieht aus wie ein Teil einer alten Dampfmaschine. Nimm es vielleicht besser doch mit. Wer weiß, ob das gut ist. Dampfmaschine ist immer gut. Wir haben zwar weder einen Dampf noch eine Maschine, aber ist ja auch egal. Hast du was? Oh, er hat was. Und er hat das, was ich suche. Der Anzug. Gut, sieht aus als... gut siehst du aus in diesem blauen Anzug. Dieses Kleidungsstück werden von den Eingeborenen angefertigt und schützen sich ausgezeichnet vor diesen gemeinen Dornbüschen. Kata Idi Bonna Ich. Ich weiß nicht, was es heißt. Aber auf jeden Fall können wir jetzt durch Dornbüsche gehen. Und hier unten möchte ich auch gerne noch einmal eine ätzende Flüssigkeit hinlegen, damit wir auch mal da unten reinkommen. So, wir haben jetzt schon mal das Gröbste, das wäre beinahe schlecht gewesen für uns, das Gröbste von diesen Eingeborenen gelernt. Wir können nämlich jetzt über, mit ihnen Handel treiben. So, Moment, epische Musik. Endlich hast du die braunen Wanderschuhe gefunden, jetzt kannst du auf bestimmten Wege durch den Wald laufen. Und eine Leiter. Gut, dass du jetzt weißt, wie man Leitern mitnehmen kann. Es ist ja auch so schwer, dass man einfach rangeht, die Leiter sich nimmt und dann wieder weggeht. Aber man sollte so etwas nicht unterschätzen. Und wir sollten mal wieder aufs Klo gehen. Man merkt nämlich auch, wenn man zu viel trinkt, läuft man etwas langsamer. So, und jetzt möchte ich gerne wissen, ob man auch mit dem Ding einfach in die Truhe gehen kann. Eine Truhe mit geheimem Inhalt. Nur wenn du sie öffnest, offenbart sie dir... Offenbart sie sich dir. Ups, da habe ich doch gleich mein Wort ausgelassen. Und wir haben etwas gefunden. Ein Kompass. Gerade hast du einen Kompass ausgepackt. Er ist sehr nützlich zum Auffinden verborgener Wege. Das kann ich auch gleich mal demonstrieren.
So, wir haben ja einen roten Kompass und der leuchtet natürlich nicht. Aber wenn wir hier irgendwo hinkommen, oh, da haben wir einen Weg. Und dann können wir herausfinden, hier, hier, hier rechts und da und dann kommen wir hier wieder hin. Also können wir hier so und dann so, 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 so. Nee, nicht so, aber so, nee, auch nicht. Aber hier können wir dann rüber gehen, anscheinend. Und so können wir zum Stehnörtchen kommen. Genau, so funktioniert der Kompass. Hättest du aber auch früher drauf kommen können. Ja, ich bin intelligent. Ich weiß das. Ich glaube, ich werde dieses kleine Retro-Spiel so auf 10 Minuten pro Episode schneiden. Dann hat man so ein bisschen was davon. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Und 10 Minuten Parts sind auch ganz gut. So, und hier dieses kleine, ekelhafte, widerwärtige Dingensbums-Kirchenteil da. Das kann ich jetzt locken, indem ich einfach hier unten hingehe und dann einfach mal so ein bisschen hier so tun, als würde ich dann. Oben haben sie sich auch wieder getötet. Als würde ich unten langlaufen und dann greift es, will es mich angreifen und zerstört sich grundsätzlich selber in den Dornen. Denn diese Teile sind auch nicht immun gegen Dornen. Aber ich bin es jetzt. Und ich möchte handeln. Und ich kaufe die Knoblauchzehe. Kostet eh nur eins. Von daher ist mir das bewusst. So, dieses schwarze Ding, was da übrigens ist, ist eine Höhle. Da kommen wir momentan noch nicht hin, weil wir noch keinen Schlüssel haben. Q ist UQL, mein... Ups, UQL, mein Freund. Ta. Ein Festchen nehmen wir auch gern mit. So, aber jetzt erstmal schön ins Klo. Wird auch Zeit. Ah, diese Musik ist so schön. Sodele. Du hast doch bestimmt auch was im Angebot. Q ist sie. Q ist UQ. Da. Ein Cuttermesser. Auch gut. Ah, ein Messer. Jetzt werden dir gewisse Pflanzen nicht mehr den Weg verschwinden. Oh cool, das Teil hat sich da oben auch mal selbst eliminiert. Das ist sehr schön. Q ist cool. Da. Spricht mit dem belehrenden Ton Bokka Yolka Lomo Kau. Ich glaube, ich musste fast niesen. So, aber gucken wir mal. Möchtest du hier schon reingehen? Ja, natürlich. Wir gehen erstmal schön hier rein. Und uns hier erstmal schön... Ah, was ist das denn? Du hast einen Doppelgänger produziert. Scheint aber ziemlich verwirrt zu sein, dem Tanzstil nachzuurteilen. Und so ist er auch schon wieder tot. Das erste Vieh ist tot. Komm mit rein. Komm. Und das zweite auch. Da sind ordentliche Augen. Das sollte man meiden. So, und dann gehen wir erstmal hier unten schön die Waldbären fressen, die unten irgendwo uns die ganze Zeit so sind. Und gehen da nochmal schnell ins Klo. Denn Klo ist immer gut. Je öfter man auf Klo ist, desto weniger oft muss man gehen. Dann kommt man doch irgendwie hier unten lang. Ich glaube, man kommt doch nicht hier unten lang. Wie konnte man... Konnte man nicht da oben lang? Doch, man konnte da oben lang. Der Typ ist auch gerade hier rein. So. Hat er gerade das genommen? Du da. Q ist UQL. Ich weiß, dass das nicht nett war. Q ist UQL. Atme blo dabada. Ja, das ist viel sagen. 25.06. Eine Lampe gefunden. In einem Tempel fand ich eine Lampe, welche aussieht wie Aladdins Wunderlampe. Leider habe ich keine Streichhölzer, aber irgendwie wird sich schon entzünden lassen. Mit einer Feuerquelle könnte ich vielleicht an schwer zugängliche Stellen kommen. Klingt auf jeden Fall so, als würde das Sinn ergeben. So. Wir
wir haben jetzt auch genug Munition gesammelt. Das sieht man daran, dass ich keine Kugel mehr mitnehmen kann und dass diese Nachricht kommt. Und letztes Tagebuchblatt. Haha, das ist das Letzte, was ihr von mir lesen bekommt. Ab ins Meer mal mit. Habt ihr euch so gedacht? Hä? Aber nicht mit mir. Und Punkt. Hihihi. Ja, klingt verstörend. Ist das. So, da wir erstmal hier nochmal das Zeug sammeln, so, werde ich erstmal hier einen kleinen Speicherpunkt. Aber ich habe nur zwei, dann werde ich das später machen. Gehen wir erstmal schön in die Höhle hier rein.